Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie machen einen Busausflug zur Reisemesse nach München und hören Informationen des Reiseleiters. Hallo und herzlich willkommen auf unserer Fahrt zur Reisemesse Free nach München. Bevor unser Bus losfährt, möchte ich Sie noch kurz informieren. Wir werden voraussichtlich um 11 ankommen und treffen uns dann wieder pünktlich um 20.15 Uhr für die Rückfahrt. Wer nicht mit uns zurückfährt, sondern in München übernachtet, gibt mir bitte Bescheid. Wahrscheinlich waren einige von Ihnen schon auf der Messe, denn sie findet seit 1970 einmal jährlich statt. Auf 70.000 Quadratmetern präsentieren sich viele Länder mit attraktiven Ständen. Sie erfahren mehr über die neuesten Reisetrends und können sogar Reisen direkt buchen. Die kosten bis zu 10% weniger als im Reisebüro. Außerdem können Sie verschiedene Erlebniswelten ausprobieren oder das abwechslungsreiche Rahmenprogramm genießen. Langweilig wird es bestimmt nicht. Letztes Jahr besuchten über 110.000 Reiselustige die Messe, um dort Ideen für ihren eigenen Urlaub zu finden. Dieses Jahr werden es sicher nicht weniger, aber ich hoffe, dass wir heute Glück haben und es nicht ganz so voll wird. Für die, die keine Tickets über das Internet bestellt haben, Sie können an der Tageskasse entweder ein Tagesticket erwerben oder zuerst noch etwas anderes in der Stadt unternehmen und dann ab 15 Uhr mit einem Nachmittagsticket die Messe besuchen. Tickets für Smartphone wird es erst nächstes Jahr geben. Für die Sportfans unter Ihnen sind wahrscheinlich 2 Neuheiten besonders interessant. Es gibt nämlich endlich mehr Platz für Fahrräder in einer großen Halle, die sich nur dem Thema Fahrrad widmet. Dort können Sie die neuesten Modelle bewundern und natürlich alles Mögliche, was Fahrradfans interessiert, wie Kleidung, Zubehör und auch Fahrradreisen. Wenn Sie sich für Wassersport begeistern, dann sollten Sie unbedingt zur Kanu-Teststrecke und zum Surferpool gehen. Dort dürfen Sie selbst aufs Wasser und verschiedene Modelle ausprobieren. Profis helfen Ihnen gern und geben Ihnen Tipps für die Praxis. Ich hoffe, Sie haben Ihre Badesachen dabei, denn eine Garantie zum Trockenbleiben gibt es natürlich nicht. Wie jedes Jahr gibt es wieder ein interessantes Partnerland, das ich besonders präsentieren darf, und das ist dieses Jahr Spanien. Sie können also sowohl im Rahmenprogramm die spanische Kultur und Musik kennenlernen, als auch spanische Köstlichkeiten wie Tapas und Wein probieren. Auch ansonsten bietet die Messe kulinarisch viel Abwechslung, denn fast an jedem Länderstand können Sie Spezialitäten probieren. An manchen Ständen kocht sogar ein Koch für Sie. Und in den Restaurants und Cafés wird ebenfalls viel Leckeres zu angemessenen Preisen angeboten. Genießen Sie also Ihren Aufenthalt und wenn Sie Fragen haben, dann stehe ich Ihnen jetzt gern zur Verfügung. Hören Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal.
Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie fahren mit der U-Bahn und hören, wie sich zwei Freunde, Sophia und Max, unterhalten. Hallo Sophia, schön dich zu sehen. Hallo Max. Ja, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war vor einem Monat, an meinem Geburtstag, oder? Na, nicht ganz. Wir waren doch beide auf dem Grillfest von Schneiders vor 2 Wochen. Stimmt. Mensch, dass ich das vergessen habe. Aber irgendwie bin ich momentan zu sehr im Stress. In der Arbeit ist so viel los. Ach, du Arme. Ist denn sonst alles klar bei euch? Ja, alles gut. Wie geht es denn eurem kleinen Christian? Der freut sich schon auf die Osterferien. Und bei euch? Auch alles klar. Letzte Woche habe ich Christian in der Schule gesehen. Ach, das hat er mir gar nicht erzählt. Was hast du denn in der Schule gemacht? Du weißt doch, ich bin ehrenamtlich beim Bund Naturschutz. Und jetzt im Frühling ist wieder die große Aufräumaktion im Schulwald dran. Stimmt, das ist ja jedes Jahr. Was macht ihr denn da eigentlich genau? Eigentlich ist das ganz einfach. Wir gehen mit Müllsäcken durch den Wald und sammeln alles, was dort nicht hingehört. Der Wald ist ja ziemlich groß. Das dauert schon so 2 bis 3 Stunden. Ich finde es super, dass ihr so etwas macht. Wenn es euch nicht gäbe, würde es da schrecklich aussehen. Weißt du, alle freuen sich immer, wenn es sauber ist. Aber Leute zu finden, die mitmachen, ist immer schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Und deshalb haben wir dieses Jahr versucht, einige Schüler zum Mitmachen zu motivieren. Wir waren in den 5. und 6. Klassen im Unterricht. Bei den älteren Klassen haben wir es nicht probiert. Die interessieren sich für anderes. Und? Konntet ihr ein paar motivieren? Ja, es sind zwar nicht viele, aber für das erste Mal genug. Ungefähr 12 wollen mitmachen. Um ehrlich zu sein, hat es besser geklappt, als ich erwartet hatte. Hast du nicht auch Lust? Doch, ich würde euch gern unterstützen. Wann ist denn die Aktion? Am Samstag vor Ostern. Hast du da Zeit? Nee, leider nicht. Da bin ich ab Mittwoch auf Geschäftsreise und komme erst am Samstagabend zurück. Aber ich spreche mal mit meiner Familie. Die machen bestimmt mit. Das wäre super. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Oder wie wäre es, wenn du dieses Wochenende bei uns vorbeikommst? Dann kannst du es ihnen gleich selbst erzählen. Gute Idee. Am Sonntagabend hätte ich Zeit, wenn euch das passt. Am Samstag sind wir schon eingeladen. Theresa kommt sicher auch gern mit und Florian sowieso. Er wollte schon lange mal wieder mit Christian was machen. Super. Würde euch 7 Uhr passen? Ja, das passt. Oh, du, ich muss raus. Also dann bis Sonntag. Ich freue mich. Tschüss, Max. Schönen Gruß an Theresa.